So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und wir müssen mal wieder über das Thema Rente sprechen. Ihr wisst, das ist eine Herzensangelegenheit bei mir immer wieder, weil ich das so, so traurig finde, dass wir in diesem Deutschland hier einfach auch unsere Lebenszeit damit beraubt werden, wenn es darum geht, dass jetzt sogar ausgesprochen wird. Der Gesamtmetallpräsident Wolf sagt nämlich, Zitat, wir müssen über die Rente mit 70 reden. Ganz im Ernst, warum machen sie nicht, komm, wir haben jetzt einfach in Deutschland gar keine Rente mehr, das Thema ist durch. Weil klar, da wird sich jetzt auch wieder hingestellt, wie damals schon vor Jahren, Norbert Lühm war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Renten sind sicher, jo, aber es hat ja niemand gefragt, in welcher Höhe, ne? Das muss man ja dann dazu mal fragen. Ich finde es einfach nur eine bodenlose Frechheit, weil wenn man sich überlegt, gerade jetzt zum Beispiel die 750 Milliarden EU-Sicherheitsfonds hier, der ins Leben gerufen wurde, wie viel bekommt Deutschland daraus? Ein deutlich geringeren Anteil als bezahlt wurde. Aber im Verhältnis bekommt Italien beispielsweise richtig viel Geld daraus. Und das, obwohl die früher in Rente gehen, obwohl die mehr Wohneigentum besitzen, sprich eigenes Haus, eigene Wohnung etc. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch eine bodenlose Frechheit einfach, dass das so rum passiert. Weil bevor wir in Deutschland hier nicht mal ein anständiges Rentensystem haben, das für jeden funktioniert, das für jeden fair ist, dass nicht nur man zum Amt gehen muss und muss Beihilfe beantragen, man muss am 23. des Monats anfangen, Flaschen zu sammeln. Bis dahin sollten wir vielleicht erstmal anfangen und ein paar Sparmaßnahmen machen. Nicht immer Deutschland ist der Zahler der EU. Deutschland ist der Zahler mit über 5 Milliarden Euro jährlich an andere Länder. Indonesien über 900 Millionen. 900 Millionen, ihr habt euch nicht verhört. Alles Statistiken, alles Zahlen, die öffentlich zugänglich sind, aber es weiß kaum jemand. Oder dass wir im Jahr 2018 über 400 Millionen Entwicklungshilfe an China bezahlt haben. So what? Warum? Was soll denn das? Das steht doch in gar keinem Verhältnis. Es ist eine Frechheit. Zurückzukommen auf diesen Artikel hier, der Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Präsident Stefan Wolf sagt, Zitat, wir müssen zu den Menschen ehrlich sein. Ja, das wäre was ganz Neues. Wir werden das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren halten können. Ihr merkt, ich bin immer sehr emotional bei diesem Thema. Wir werden in den nächsten Jahren über ein Renteneintrittsalter von 69 bis 70 Jahren reden müssen. Leute, setzt doch auf 100. Setzt doch einfach auf 100, so nach dem Motto, weil überlegt euch doch mal, wie viele Leute sterben denn, bevor sie überhaupt die Rente wirklich genießen können, wenn sie es genießen können, was rausbekommen. Diese Ziffer, da müssen wir mal gucken, ob es dazu eine Statistik gibt. Und wie viele nehmen sie denn 3, 4, 5 Jahre vielleicht wahr? Das ist so lächerlich. Also dieses ganze System ist einfach eine Frechheit. Schreibt eure Meinung unten rein. Ich finde es immer wieder schlimm, wenn ich über dieses Thema hier sprechen muss. Ciao.